Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ja, gut, okay. Nicht das, was ich erwartet habe, aber okay. Komm, auf da. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Oh ja. Dann gehen wir hier mal rein. In den Geheimgang. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Okay, Milton war hier offenbar schon mal. Maybe it sounds like I had a plan. Milton, ja, unser Bruder. Und hat ja auch Getränke gehabt. Hier hat er auch gemalt. Milton ist auch nicht so alt geworden, ne? Bis 2003. 92 bis 2003. Da haben wir einen Kinderwagen. Wieder hier reinkam. Naja. So, wo geht's denn hier lang? But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Ja, wo sind wir hier? Molly. Ach, wir sind jetzt im Zimmer von Molly. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Ja, das ist wohl Molly. Gerade mal 10 Jahre alt geworden. Boah, ist das traurig. Und die hat ein schönes Zimmer direkt am See. Kann ja wunderbar nach draußen schauen. Da hängt ein Kalender von 1947. Ich glaube, das war das Datum, wo sie gestorben ist, oder? Ja. Also hat keiner mehr was angerührt seit 1947. Okay, wir sind jetzt nach langer Zeit wieder hier und schauen uns hier um. Looking at Molly's room through the peephole. Liegt da... Oh, ich dachte gerade, da liegt ein Meerschweinchen drin. Das war natürlich ein bisschen... Boah. Aber da können wir aufmachen. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Okay. Da haben wir einen Kürbis. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ja, irgendwie, das trifft ja auch irgendwie. Ich meine, wir sind aus dem Schrank gekommen, also ja, was soll ich sagen? So. Also wir konnten dieses Buch angucken. Was ist das da? Also das wollte ich jetzt nicht unbedingt als Plüschtier, wenn ich ehrlich bin. So eine Qualle. Aber gut. Kleiner Kinderwagen. Ja, die gute Molly. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal. Eigentlich macht man es ja nicht, aber wir wollen ja herausfinden, was hier passiert ist. Wir schauen in ihr Tagebuch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Okay. Boah. Na dann, schauen wir mal, was zu essen finden. My Halloween candy was all gone. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Wir sind wohl eingesperrt und haben Hunger. Unsere Mutter lässt uns nicht raus. Das Rennmausfutter, oh nein. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Nein. Warum dürfen wir nicht einfach raus, wenn wir Hunger haben? Was sind das für Umstände? Ich dachte schon daran. Oh nein, das mache ich jetzt nicht. Nein. Ich gehe erstmal hier rein. Ich esse doch jetzt den Goldfisch. Okay, wir sind wirklich so klein hier. Boah.
Sag mal hier. Eating and eating. Nein, nein, ist doch keine Zahnpasta. Ihhh. Nein, nein, abbrechen. Komm, spuck's aus. Ihhh. Ist das? Ich esse doch nicht die Deko, I oder? Ate a lot of things that night. Ja gut, ist allemal besser wie der Goldfisch. Oh ne, muss ich jetzt wirklich den Goldfisch essen? Then I heard chirping outside my window. Ah, okay, ich glaube, es bleibt mir erspart. Okay, wer bist denn It du? It was a barn swallow going back to her nest. Ja, okay, komm, mach mal Fenster I auf. I reached out for her. Ja, klar. Auch hier verschlossen. Wir sind eingesperrt. I was a cat. Was? Okay. Oh nein. Nein, ich will. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will jetzt nicht den Vogel jagen. Nein, bitte nicht. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Oh nee, das muss jetzt nicht sein, oder? Gut, ich habe wohl keine andere Wahl. Mom and Dad didn't even look at me. Okay, wo muss ich hin? Hier offenbar. Wo muss ich hin? Hier. Oh nein, ich will dem Vogel nichts tun. Wo ist er denn überhaupt? Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da ist er. Okay. Boah, ist das seltsam gerade alles. Und aber gut gemacht, ganz ehrlich. Gefällt mir. So ein bisschen das Abstrakte. Aber warum schreibt ein Kind sowas in das Tagebuch? Wie komme ich jetzt da hin? Wo muss ich denn hin? Hä? Hier? Nee. Hä? Wo muss ich denn hin? Ah, hier geht's hoch. Ja, hau doch ab, flieg doch einfach weg, du Vogel. I could tell she was getting really tired. Ja, komm, flieg doch einfach weg. In the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ja, wo muss ich denn hin? Hier hoch? Hier hoch? Ah, und da können wir weiter. Können wir da hoch? Da können wir hoch, offenbar. Und da ist er. I gobbled her up. Nein! And suddenly, I was an owl. Was? First, all I heard was? Okay. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Boah, geil. Und plötzlich war man eine Eule. Nun? Boah, ist das geil. Rabbits. Hasen? Nein. Ach, Minno. Nein. Ja gut, was soll's. Wow. Nein. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Etwas Größeres, nochmal, oder wie? Hat das eine, die eine Hase nicht gereicht? Haben wir so einen Hunger? Okay. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Huch, ein Hai. Huch. Was? Was? Okay. Okay, schnell ins Wasser. Schnell ins Wasser. Bah!
cool. I rolled off a cliff and into the ocean. Okay, now, I was hungrier than ever. Boah, ist das gerade alles seltsam, aber... I wanted fat, juicy seals. Boah, oh nein. Nein, auch noch ein Seehund. Ja gut, was soll's. I tore off the flipper and it tasted really good. Okay, er blutet. Versucht vor uns zu flüchten, aber die Chancen stehen natürlich nicht sonderlich gut. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Was? Okay, jetzt ist eine Art Schlange. Wo muss ich hin? Okay, wir sind jetzt eine Schlange auf dem Schiff. Oh. Hä? Ah, okay. Hier mit der Maustasche kann ich springen. Wo muss ich hin? Okay, wir sind ein Monster und riechen die Menschen. Ich ahne Schlimmes. Schöne Musik hat jemand hier. Ach, eine Citroën DS hier links. Sehr, sehr schönes Auto. I was big, but I moved real quiet. Oh nein. Ja gut, was soll's. Nun? Ah. Okay, haben wir ihn verschlungen. Okay, dann gehen wir weiter nach oben. Gehen wir mal hier lang, nicht unbedingt den offensichtlichsten Weg. Die Musik wird immer lauter. Boah, ist das laut grad. Geh erstmal hier oben ran, bevor ich weitergehe. Da, mach ich da. Ist so laut hier. Gut, war da was? Oh, da steht er. Ja gut. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have. So I swam towards it. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Gehen wir hier als Abflussrohr entlang. Vor nach oben. Ach, ich komme in die Toilette raus. Okay. Sind wir jetzt wieder bei uns im Zimmer? Ich glaube, wir sind bei uns im Zimmer, tatsächlich. Und was bitte ist das für ein Abflussrohr? Ohne... Ja gut, ich frage einfach nicht, aber es muss... stinken ohne Ende. Tatsächlich, wir sind wieder bei uns im Zimmer. Okay, wo muss ich hin? Das Fenster. Und warum ist hier Grünzeug? Das sind Stifte. Da hinten leuchtet's. Kommen wir da durch? Ne, hier kommen wir nicht durch. Müssen wir außen rum. Da ist Licht. Ich glaube, da müssen wir hin. Ein kleiner Bauernhof. Komm, die können wir doch fressen hier. Ne, scheinbar nicht. All my stomach started growling. Meine Mägen, ich hab gleich mehrere. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious.
I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Okay, und wir malen Molly jetzt in unser Tagebuch. Ich vermute mal, dass wir im Laufe der Geschichte jede dieser Figuren ins Tagebuch zeichnen werden und ihre Geschichte erleben werden. Aber was war denn das bitte jetzt? Das war ja seltsam. Boah, wenn ich jetzt so ein bisschen überlege und das so ein bisschen abstrakt, da kommen wir noch raus, so ein bisschen abstrakt sehe, hat sich Molly etwa vergiftet? Kann es sein, dass sich Molly mit 10 Jahren an den Bären vergiftet hat? Boah, das wäre bitter. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Das wäre bitter, aber anders kann ich mir das nicht erklären. Und warum schreibt eine 10-Jährige so etwas in ihr Tagebuch? Boah, fällt mir gerade schwer, das alles zuzuordnen, aber wenn es wirklich so war, mit 10 Jahren an sowas gestorben zu sein. Gut, wir gehen hier mal weiter. Ah, da war die Katze gerade, oder? Ist jetzt richtig gesehen? Gerade die Katze. Irgendwas ist da gerade gesessen, ich hab's gar nicht gesehen. Later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Molly, das Kätzchen, ja. Das gibt's auch noch, richtig. Ja, schöne Aussicht hier. Und da hinten würde ich gern hin. Ich vermute mal, dass wir früher oder später noch hinkommen werden. Diesen Aussichtspunkt, diese Statue. Da unten haben wir sogar einen privaten Strand, sozusagen, hinterm Haus. Also, ist wirklich schon sehr, sehr schön hier. Das Haus ist ein bisschen unheimlich. Aber es ist schon schön, muss ich sagen. Okay, jetzt sind wir überhalb vom Wohnzimmer. Da können wir reinschauen. Und eine Satellitenschüssel. Und da geht's rein. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Ah, jetzt sind wir bei Uroma Edie und okay, die Uroma hat wohl Tiere gesammelt oder ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Haustieren gehabt. Da ist eine Schlange. Bob. 4 Jahre alt geworden. Okay, das sind alles Vögel hier, bis auf die Schlange. Sogar eine Kerze drin. Der Rob. Ach ja. Edie knit me a new pair of gloves every year. Just in time to replace the old ones. Ja, das kennt man irgendwie von Omas, Uromas. Da ist auch die passende Nähmaschine zu. Auch das ist heutzutage eigentlich weniger verbreitet. Es ist irgendwie immer noch so eine Oma-Geschichte, dass die Oma näht. Und da hat sie ganz, ganz viele Stoffe dazu, Wolle dazu, Fäden dazu, was auch immer man da braucht. Und gemalt hat sie offenbar auch noch. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Die Frage ist, hat sie schon vorher angefangen, bevor er gestorben ist? Weil Molly hat es ja irgendwie auch gewusst, gerade eben, dass sie sterben wird. Die Frage ist, warum hat sie das gewusst? Und wenn sie es gewusst hat, trifft es vielleicht auch auf andere zu? Weil hier wirklich alle so auch so früh gestorben sind, oder fast alle so früh gestorben sind. Molly, Barbara, Calvin, Sam, Walter. Hier hängen sie alle. So eine Ente. Das dürfte Uroma Edie sein. Her room was like a museum. Ja. Odin Finch. Wer war denn Odin? Odin. War das... Das war der Mann von Edie, richtig? 1880 bis 37. Auch nicht so alt geworden. Aber Edie ist ziemlich alt geworden. Und ganz viele Bücher wieder. Also sie war wirklich sehr belesen. Und hier wieder diese Gasflasche, Sauerstoff oder irgendwas in der Richtung wird es sein. Ist da ein Mülleimer? Kann man nicht erkennen.
Monday, Tuesday, Wednesday. Ja, so ein Tablettenschächtelchen. Norwegen. Okay, was hat mit Norwegen auf sich? Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Okay, da können wir raus. Zwerge. Schön. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay, guck mal hier, dieser Drache, das war genau das, das da vorne in dem Teich lag vorm Haus. Das hat wohl Sven gemacht. Wer war doch gleich nochmal Sven? Nee. Ach so, Moment, klar, Moment, falsch. Odin war der Vater von Edie und Sven und Edie waren verheiratet. War ich gerade ein bisschen... Aaron Finch hat das Haus hier gebaut. Aaron findet man hier nicht, oder? Nee. Nee, den findet man hier leider nicht. Edie won to go. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Okay, sie evakuierten die Insel. Wir sind hier also auf einer Insel. Okay, also dieser See hinterm Haus, der geht wohl komplett rum und ist dann irgendwie so eine Art Meer oder was auch immer das sein soll dann. Okay, auch hier mit der Norwegen-Flagge. Also mit Norwegen hat es irgendwas auf sich. Okay, und wir sind auf einer Insel. Boah. So langsam setzt sich das alles zusammen hier, also sehr interessant gemacht. I hadn't thought of myself as Edith Junior for a long, long time. Edith Junior, ja. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ja. Okay, da geht's weiter, aber hier ist auch noch was. Ich glaube, ich mache erstmal hier. Gucken wir mal den Odin. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ah, okay, jetzt wissen wir schon, was es mit Norwegen auf sich hat. Die Finches kamen ursprünglich wohl aus Norwegen. 500 Jahre ist es her. So, kann ich hier... Gibt es da nicht noch mehr Bilder? Ah, doch, gibt's. Okay, mit der Maustaste muss ich hier... Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Okay, Familienfluch. Okay, Frau Ingeborg und neugeborener Sohn Johan. Johan können wir gleich mal gucken, ob wir den finden. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. On January 7th, 1937... He set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Hä? Moment, der hat das Haus per Schiff transportiert? Sehe ich das gerade richtig? Wird es da gerade auf dem Schiff transportiert? Okay. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Was? Okay. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Okay. Familienfriedhof, okay. So. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, die bauen dann ein neues Finch Haus. Das ist das, wo wir jetzt gerade sind. Das alte ist wohl... Im Meer untergegangen, okay. So, wie komme ich wieder zurück? So, weil das kennen wir schon. Okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ja, in der Tat. Boah, und alles beginnt ganz am Anfang bei Odin Finch. Hallo? Komm, geh zu. So. 1880 bis 1937. Ach nein, heißt es hier. Sven heißt es hier. Nicht Aaron, oder? Sven heißt es hier. Sven Finch. Also Sven, der Mann von Edie, hat das Haus hier gebaut. Das macht natürlich Sinn. Und Odin hat das ursprüngliche Haus gebaut, das dann im Meer unterging. Okay, na dann.
So, ich glaube, mehr gibt's hier nicht zu sehen. Das heißt, es gibt hier so viel zu sehen. Ich würde hier so viel, also würde hier alles anschauen. Aber ich meine, es führt ja zu nichts jetzt hier. Bücher können wir eh nicht angucken. Aber wenn ich jetzt hier wäre, würde ich hier alles anschauen. Jedes kleine Detail. Da liegt ein Pappfisch, so ein Pappmaché-Fisch. Okay, würde sagen, wir gehen hier mal rein. Was ist denn das? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Und guck mal, hier ist der Stuhl noch in der Badewanne. Alles für ältere Frauen und Männer zurechtgemacht, in dem Fall für Edi. Okay. Eine Playmobil-Figur oder sowas in der Art. Gab es schon? Ich habe keine Ahnung. Eine Brille. Auch hier haben wir wieder Medikamente. Ja, Edi war eine alte Frau. Aber bitte, was ist denn das bitte für ein... Geht. Da haben wir wieder ein Buch. Wieder so ein verschlossenes. Vielleicht wieder ein Geheimgang dahinter. Und da oben auf dem Bild sehen wir das alte Haus bei Sven and Edie Finch. There's a secret in this bathroom. Okay. Dann wird hier wohl wieder ein Hebel versteckt sein. There's a secret in this bathroom. Okay. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Also doch, okay. Okay, und es sieht mir so nach einem Fotoentwicklungsstudio aus. Calvin Finch. Ja, also hier sind... Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ja, also hier wurden offenbar wirklich Fotos entwickelt. Calvin Finch. Ja. So ein kleiner Geheimraum hinter dem Badezimmer. Also schon ein sehr seltsames Haus, so. Aber gut. Ja, da war der Milton wieder. Hat es alles vor uns schon mal erkundet. Ist ziemlich dunkel hier, man kann nicht alles erkennen. Mein Stuhl hier weg. So, was sind wir hier? Fort Calvin, Fort Sam. Ach, da haben wir vorhin durchs Fenster geschaut. Das war der mit dem, genau, mit dem Astronautwunsch. Der ist auch nicht so alt geworden, oder? Moment, ich guck nochmal, der Calvin. Ja, 50 bis 61, der ist auch nicht so alt geworden. Also aus dem Traum, Astronaut zu werden, ist wohl nichts geworden. Ach man, ist das alles traurig. Und die haben sich offenbar ein Zimmer geteilt. Sam und Calvin, die waren Brüder. Sind beide 1950 geboren, vielleicht sogar Zwillingsbrüder. Sam ist ein bisschen älter geworden, aber nicht sonderlich viel. Okay, geraucht hat er offenbar. Und ja, er war wohl auf der Jagd. Sam Finch, Most Improved Player. Okay, Sport hat er auch noch getrieben. Ach ja, der Sam. Da hat er ein Foto. Warum genau ist das... Ich frage gar nicht, warum das da hingerichtet ist. Da haben wir Ventilator, ein Eichhörnchen, SLR-Foto. Dias haben wir da, alte. Wenn ich das richtig sehe. Was haben wir hier oben noch? Ein Reflektor. Ist das ein Reflektor? Ja, er hat wohl Fotos gemacht, ne? Was ist hier? Okay. Amerika-Flagge, wie natürlich überall. Also ist schon ein krasser Gegensatz hier, wenn ich hier so die zwei Räume angucke.
Two Command Center. I knew Grandpa Sam had a twin. Zwillingsbruder, tatsächlich. Die sind gleichzeitig geboren im Grunde. And that he never talked about him. Ja, und auch hier haben wir wieder einen Kalender, 1961, das dürfte das. Genau, das ist das Sterbedatum von Calvin. Gut, dann gehen wir mal zur Kommandozentrale.